vergangenen Videos haben wir uns über die Grundbewegung im Golfschwung unterhalten. Bisher im Grunde nur über Körperrotation und Winkeln, Rotieren und somit Beugen der Handgelenke und des rechten Arms. In diesem Teil soll es um den letzten Part gehen, nämlich um das Heben und daraus resultierend das Senken der Arme im Golfschwung. Vier Grundbewegungen machen aus dem Ansprechen eine volle Ausholbewegung. Wie gerade schon grob demonstriert und beschrieben, wir haben Körperrotation, wir haben Winkeln und Rotieren der Handgelenke, was zu einem Beugen des rechten Arms führt. Und gleichzeitig haben wir Heben der Arme. Auf diese Art und Weise kommen wir in einem Golfschwung in die oberste Position, also somit vollenden wir quasi die Ausholbewegung. Jetzt ist die Frage, wie übe ich am besten das Heben der Arme und was soll das Heben der Arme überhaupt bringen? Der Grundgedanke, die Arme zu heben, und zwar nach hinten oben, besteht im Grunde nur darin, noch mehr Spannung auf den Körper zu bringen. Wenn wir uns sauber aufgedreht haben, und dabei habt ihr in dem Start Smart Video Advanced Körperrotation schon gehört und verstanden, dass wir im Grunde den Oberkörper gegen die Beine verdrehen und somit im Grunde Druck mit den Beinen gegen den Boden aufbauen und dann den Oberkörper, also den Rumpf, gegen die Beine verdrehen. Die Arme sorgen im Grunde jetzt dafür, dass die Schultern sich gegen den Rumpf verschieben bzw. verdrehen, dass wir die Schulterblätter quasi verschieben und somit Vorspannung auch hier in dem Bereich des Körpers aufbauen. Wir haben also Spannung mit den Beinen gegen den Boden. Spannung mit dem Rumpf gegen die Beine. Und bauen Spannung mit den Armen gegen den Rumpf auf. Und diese Vorspannung, die machen wir uns dann später beim Golfschwung zunutze. Kombinieren also beim vollen Schwung, drehen, winkeln, rotieren und heben miteinander. Und wenn wir jetzt in der Vorneigung die Bewegung umkehren, auch da wie in Start Smart Körperrotation Advanced beschrieben, also über die Beine wieder zurückrotieren, sorgt das dafür, dass so eine Art Kettenreaktion ausgelöst wird. Wir haben im kompletten Körper Vorspannung aufgebaut und jetzt arbeiten die Beine entgegengesetzt der Vorspannung. Das sorgt dafür, dass die Spannung auf ein Maximum erhöht wird und somit reagiert der Körper fast von alleine durch Spannung auflösen. Und dann entsteht von unten nach oben im Grunde eine Art Kettenreaktion. Jetzt nochmal zurück zu den Armen. Wie holen wir uns am besten das Gefühl? Es ist nicht ganz so einfach, das wahrzunehmen, aber ich versuche es jetzt so gut wie möglich zu beschreiben. Nehmt einen Schläger zwischen die Handflächen. Begebt euch in eine gute Ansprechposition. Und jetzt dreht ihr erstmal nur die Beine und den Rumpf gegen die Beine nach rechts auf. Dabei bleibt der Schaft noch mittig vor dem Körper. Fürs Gefühl könnte man diese Übung auch mit einem Schläger machen, den man sich anfangs in den Bauch steckt. Körper rotiert nach rechts, über die Beine und über den Rumpf. Und bis hierhin haben die Arme und somit die Schultern noch nichts gemacht. Im Grunde könnte man bis hierhin auch gar nicht von Schulterrotation sprechen, sondern wirklich nur von Körperrotation. Den letzten Part, die Schulterrotation, die entsteht dann durch den Hub der Arme nach oben hin. Im Grunde spanne ich hier den linken Schultergürtel bzw. hier die linke Schulter auf. Ich lade quasi die Schultermuskulatur. Üben kann man es, wie gesagt, mit einem Schläger zwischen den Händen. Ansprechposition einnehmen, aufrotieren, merken, wie die Beine noch stabil stehen, wie Druck mit dem rechten Fuß gegen den Boden aufgebaut wird. Und dann aus dieser Position heraus, ohne den Druck hier unten zu verlieren, die Arme nach oben hinziehen. Dabei merkt man, wie in diesem Bereich noch Vorspannung aufgebaut wird. Das ist die Aufgabe der Arme und im Grunde der Schultern im Golfschwung. Die Arme sorgen dafür, dass hier die linke Schulter quasi vorgespannt wird. Die Arme übernehmen also, naja,
keinen so riesigen Part im Golfschwung. Man sieht zwar immer, dass die Arme nach rechts und links schwingen, aber am Ende werden die Arme und die Hände größtenteils durch den Körper bewegt. Ganz am Ende sind die Arme wichtig, um maximale Vorspannung aufzubauen. Deswegen haben wir beim vollen Schwung die Arme am Ende auch meistens, wobei das nicht ganz richtig ist, wenn wir sehr flexibel sind, ungefähr über Kopfhöhe. Auf diese Art und Weise habe ich meinen Körper ideal genutzt, maximale Vorspannung aufgebaut und somit kann ich den Ball maximal weit schlagen. Denn das ist am Ende das Ziel im Golfschwung, den Schläger im Treffmoment so schnell wie möglich zu machen. Und dafür brauche ich die Muskulatur in meinem ganzen Körper und muss dann dafür sorgen, dass im Abschwung hintereinander jede einzelne Muskulatur im Grunde im richtigen Maße und im richtigen Moment beschleunigt, damit am Ende die Hände im Treffmoment maximal schnell werden können. Vielleicht hilft euch dieses Video ein wenig, um zu verstehen, wie ein Golfschwung funktioniert und gleichzeitig, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist die Aufgabe der Arme. Vorspann.